Balkon und werf nicht vorher ein. Varo, der Stärkere gewinnt. Nur die Harten kommen weiter. Der Nichtschwimmer ertrinkt. Moin, ihr Zerberster und Zerbersterinnen, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Varo 3. Und da seht ihr, es geht auch schon auf in die nächste Runde. Und ich bin direkt schon auf den Server gegangen. Und ja, jetzt geht das ganze Spielchen hier so ein bisschen weiter. Das geht jetzt noch so ein paar Folgen. ich bin mal gespannt, ob es jetzt in der jetzigen Folge auch noch irgendwie jemanden erwischt. Vielleicht sogar mich, keine Ahnung. Man weiß es ja nicht, ne? Oh, ich habe einen Hungerbalken bekommen. Hier ist aber nochmal schön Lapis, das nehmen wir gerne mit, also das nehme ich mit Kusshand an, weil erstmal, ja, XP, das ist schon mal so eine Sache, ne, warum das, ja, schon sehr, sehr interessant ist. Und das nächste ist halt einfach, ich kann damit jetzt Sachen noch verzaubern. Und ich glaube, ich habe da ein bisschen Lava jetzt gehört, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass ich mich etwas verhört habe. So, zack, dann setzen wir hier die Fackeln, also... In der heutigen Folge definitiv versuchen Level 10. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die ich gerne schaffen möchte. Oh, hier ist auch nochmal Kohle. Auch direkt abbauen, sind ja auch wieder Level. Vielleicht kommen wir dann so auf Level 4, 5, man weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Und dann habe ich nämlich meinen Power 4 Bogen. Und dann könnte ich an die Oberfläche gehen, gucken, ob ich ein paar Pfeile vielleicht je nachdem zusammenkriege. Vielleicht kriege ich sogar einen Kampf genommen. Weiß man nicht, muss man mal schauen. Oder ich gehe in Höhlen und gucke, ob ich da an Skelette komme. Muss man halt alles dann schauen. Erstmal jetzt hier die ganze Kohle abbauen. Boah, das ist aber gar nicht wenig, ne? Das ist echt auf jeden Fall ordentlich. Ja, zack. 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 Also mein Equipment habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal sehr gut verbessert durch den ganzen Kram. Vielleicht wäre es auch nochmal richtig geil, wenn ich auf einen kleinen Diamantenspot stoße hier. So, zack, 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 zack. Oh. So. Dann teilen wir uns das hier so ein bisschen auf. Nein. So wollte ich es machen, genau. Zack, zack, zack. Einen da rein. Oh, ich muss niesen. Einen Moment. Hui. Oh, in der Aufnahme genießt, mein Freund. Kevin, ey. Entschuldigung, Leute. So, ich sehe es schon, komm, in den Kommentaren steht jetzt bestimmt erstmal 200 Mal Gesundheit, Kevin. So, jetzt haben wir das alles auch. Sehr schön. Das haben wir alles. Weiter geht's. In der Zeit, wo das schon mal da am Brennen ist, kann ich ja gucken, dass ich noch hier schon mal produktiv bin und Level hole. Wie zum Beispiel gerade. Das ist schon mal sehr nice. Viel Redstone. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Okay, nee, ich nehme lieber den Cobblestone, um mich darüber zu bauen dann. So. Dann bauen wir hier mal nach unten. Ja, dann können wir den ganzen Redstone da reinschmeißen. Ich bräuchte vielleicht eine Spitzhacke wieder. Ich habe ja noch genügend Sticks, aber ich muss einmal Eisen mir machen. Zack. Zack. Gut, dann nehme ich die schon mal in Reserve. Oh, hier ist auch nochmal Gold. Ey, ich muss sagen, ich habe wirklich massig Gold gefunden bis jetzt, ne? Also wenn ich jetzt ordentlich Äpfel finden würde oder gefunden hätte, dann wäre das natürlich eine richtig geile Sache. Weil dann hätte ich einfach Unmengen an Goldäpfel. Aber leider ist dem so nicht. Und damit muss ich leider erstmal auskommen jetzt. Müssen wir halt erstmal nur schauen, dass wir irgendwie hier vorwärts kommen. Ich weiß auch gerade gar nicht, in welche Richtung ich überhaupt gehen muss, wegen der World Border und so ein Kram. Das sind alles so Sachen, die ich noch gar nicht so weiß, wo genau der Spawn ist. Wieder, ne? Ich bin ja einfach vom Spawn weggelaufen. Oh, ich höre mal Skelette hier irgendwo. Scheint auch bei mir in der Nähe zu sein. Was natürlich mega heftig wäre, wenn ich jetzt noch einen Skelett-Spawner finden würde. Also, da würde ich komplett eskalieren. Weil dann könnte ich richtig heftig Pfeile mal eben so farmen. Nochmal Redstone, sehr schön. Nochmal schön alles mit, ne? Ganzen XP.
So, jetzt bin ich schon Level 7. Das geht echt flotti-karotti gerade hier in der Folge. Das kann ich wegschmeißen. Dann nehmen wir mal die neue Spitzhacke rein. So, dann gehe ich wieder zurück an mein Lager. Ein bisschen die Umgebung im Auge behalten. So. Zack. Zack, ich bin schon Level 10 fast. Ich habe hier noch ein bisschen Gold. Das kann ich nochmal durchjagen. Dann kann ich ja vielleicht die Steine noch schnell durchjagen, weil das brennt ja noch so ein bisschen Rest hier. Gibt ja auch nochmal gut XP und dann kann ich vielleicht die Gänge nochmal so ein bisschen zubauen. Ist jetzt auch nicht ganz verkehrt. Hauptsache ein paar Level kriegen, weil dann habe ich Level 10 und dann kann ich mir endlich den Power 4 Bogen machen. Und da müssen wir mal schauen, dass wir dann noch vielleicht an Pfeile irgendwie kommen. Da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich Höhlen finde. Genau, das könnte ich jetzt auch mal schnell machen. Ich craft mir nochmal schnell neue Fackeln. Ja, hier haben wir ordentlich Sticks. Ich will schon 64 haben. So, zack, zack, zack. Dann habe ich meine 64 Fackeln zusammen. Gibt es überhaupt XP? Hier drei Steine? Gar nichts, ne? Doch, ja, ein bisschen hat es gegeben. Okay. Uiuiui, ich bin schon sehr aufgeregt, Leute. Das ist echt ganz anderes Feeling gerade, wenn man sieht, dass die Liste so voll ist. So, dann bauen wir hier mal eben die Holzbank ab. Hier können wir auch mitnehmen. So. Da müssen wir mal schauen, dass wir hier so ein bisschen an Equipment kommen. Okay. Hälfte von Level 10 habe ich jetzt. Es ist ruhig. Zu ruhig. Das macht mir gerade ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. So, da haben wir jetzt schon mal das. Okay, dann nehmen wir die restlichen Steine mit. Also viel haben sie jetzt nicht gebracht, ne? Ist halt jetzt doch noch nicht mit Level 10 was geworden, aber kein Problem. Wir nehmen jetzt hier die Öfen wieder mit. Machen dann gleich schön den Gang hier zu. Zack. 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 Ist niemand. So. Restlichen Steine hier. Komm. Okay, da ist keiner drin. Hier aber. Zack, zack. Zack. So, dann bauen wir unser Lager wieder ab. Und auf geht's. So, ich glaube, ich werde mich jetzt hier lang weiterbauen. Erstmal. Ich mache hier die Fackel weg, dann zeugt das wieder für ein bisschen Verwirrung, was ich da gebaut habe. Ja, hier ist auch wieder direkt Redstone. Sehr geil. Können wir schon mal gut gebrauchen. So, dann bin ich nämlich schon Level 10. Sehr geil. Und dann versuche ich jetzt erstmal irgendwie an eine Höhle oder so gleich zu kommen. Ich höre hier auf jeden Fall jede Menge Wasser. Ich mach nochmal hinter mir zu. So. Dann baue ich hier rein. Ich hoffe, dass wir hier irgendwie auf die Höhle stoßen. Das Wassergeräusch wird jetzt leiser, ne? Hier lang wird es lauter. Ich glaube, die ist hier irgendwo. Nee, hier ist schon mal nichts. Gar nicht so leicht, diese Höhle zu finden. Wo ist die denn? Kann doch nicht sein. Ich höre doch hier überall Wasser die ganze Zeit. Vielleicht noch ein bisschen weiter gerade ausbauen? Ich weiß es nicht.
hier ist nochmal Redstone. Das ist schon mal sehr gut. Dann kommen wir nämlich noch auf Level 11. Je nachdem. Na ja. Ich würde ganz gerne jetzt wissen, wo diese Höhle ist. Ich höre hier die ganze Zeit Wasser. Kann doch nicht wahr sein. Zack. Zack. Nee, jetzt dann falle ich echt vom Glauben ab gleich. Kann ja irgendwas nicht stimmen. Ja, da gehen wir mit. Ich glaube, die ist weiter geradeaus. Oder über. Jetzt. Boah, ich war einfach mal hier oben ab. Ne, da ist schon mal nichts. Okay. Ja, keine Ahnung. Dann werden wir jetzt gleich erstmal schnell den Bogen craften. Falls wir da nämlich doch auf Gegner treffen, habe ich den dann schon mal parat. Boah, sehr geil. Ich habe einen Power 4 Unbreaking 2 Bogen. Das nenne ich auf jeden Fall mal eine richtig krasse Sache. Jetzt fehlen wirklich nur noch die krassen Pfeile dafür. Und dann geht's richtig, richtig hart ab. Leute. Was mir viele geschrieben haben, ich soll auch noch Verbrennung auf mein Schwert machen. Das wäre vielleicht eine Sache, könnte ich auch noch in Angriff nehmen. Bei mir ist so das Denken so, ich habe das Gefühl, dass Brennen, also Verbrennung sich nicht lohnt, Fire-Aspekt. Einfach weil das Equipment mittlerweile auf einem Stand ist, wo, glaube ich, Fire-Aspekt nicht mehr so viel ausmacht für einen Kampf. Kann aber auch sein, dass ich mich da gewaltig vertue. Vielleicht sollte ich wirklich versuchen, ich kann ja ein Goldschwert craften. Obwohl das soll nicht funktionieren mit Waffen, soweit ich weiß, ne? Der Trick, dass man dann bessere Verzauberungen rauskriegt. Ja, ich kann das vielleicht versuchen. Würde natürlich wieder jetzt eine Folge dauern dann wahrscheinlich. Vielleicht brauche ich dann auch wieder mehrere Level, bis ich dann die Sache gecraftet habe. Das weiß ich nicht. Müsste man dann sehen. So. Zack, da tun wir jetzt erstmal die beiden Bögen rein. Die hätte ich eigentlich tauschen können. Ja, aber dann ist das teurer. Okay, zack. So. Dann brauche ich gleich auf jeden Fall noch eine Spitzhacke. Die kann ich erstmal craften noch. Ja, auf parat hier. Dann schmeißen wir eben die Steine ab, weil die brauche ich jetzt nicht unbedingt mehr. So, zack. Zack. So, die nehmen wir mit, die Workbench hier. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns hier weiter rein. Kommt doch, wer ist sich denn da am Beefen? Ach, Bram und Any Art, okay. Mit ungespielt und Phasern, ich weiß es nicht. Kann sein, kann aber auch nicht sein. So. Dass wir jetzt hier vorwärts kommen. Zack, zack. Oh, hier haben wir nochmal Gold. Also ich muss sagen, ne, ich hätte jetzt ganz gerne nochmal Diamanten, weil das ist echt nervig, wenn man 4 Diamanten im Inventar hat. Weiß, es fehlt nur ein einziger Diamant, dann könnte man wenigstens seinen Helm verbessern. Ich weiß nicht, ich finde das echt ein bisschen mies gerade, dass ich da nichts gefunden habe. So. Haben wir hier Dirt. Genau, das müssen wir jetzt erstmal so machen hier. Ja, dann werde ich jetzt vielleicht versuchen, schon mal ein bisschen höher zu buddeln. Um nur auf eine Höhle oder so zu stoßen. Ich höre aber schon Lava. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass eine Höhle in der Nähe ist. Aber die Folge ist jetzt auch gleich zu Ende, Leute. Wir sind immer noch am Leben an derselben Stelle. Achso, wir sind noch immer an derselben Stelle. Okay. Ich sehe hier nichts. Ist das nicht dein Ernst? Kann doch nicht wahr sein. Hier muss doch irgendwo was sein, ey. Kann doch nicht sein, dass hier keine Höhle ist. Wisst ihr, was ich mir eigentlich überlegt habe? Wenn ich in einen Kampf gehe, ne? Und ein Team ist da, was mich verfolgt.
und ich weiß, ich sterbe hundertprozentig, dann ist es doch... Oh, okay. Schnell zubauen, schnell zubauen. Dann ist es doch eigentlich am sinnvollsten, wenn ich nach... Also wenn ich sehe, okay, ich habe noch so zwei Herzen. Weglaufe, einen Eimer setze, einen Lava-Eimer, mich anbrenne, den vielleicht unterwegs versuche einzusammeln. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, das sollte aber machbar sein. Und dann die Lava nochmal ausbreiten lasse und in der Lava selber mich sterben lasse. Weil dann bin ich zwar so oder so raus, aber das Team kriegt meine Sachen nicht. Weil ich habe ja richtig, richtig viel Zeug und das Team würde dann nicht das Zeug von mir bekommen, was natürlich den Loot halt enorm verbessern würde, ne? Ist eigentlich auch noch eine taktische Sache. Ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, wir haben endlich unseren Superbogen. Lasst ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Varo 3. Bis dahin, tschüss!